Hallo meine Lieben, was ist hier falsch? Die Kaninchenbabys, es sind nur noch die drei. Die anderen beiden sind ja oben, das Video habt ihr ja gesehen. Also die meisten, wer es verpasst hat, hier oben wird es nochmal eingeblendet. Da habe ich nämlich Geschlechtserkennung bei den Kaninchen gemacht, ja. Die drei sind ja nur noch die Häsinnen, ja. Die anderen zwei sind ja die Rammler und die wohnen ja jetzt über dem Twix, ja. Aber wie gesagt, die Babys sind ja nur noch eine Woche bei mir, ja. Dann werden sie nämlich verkauft. Und die gehen dann überall durch ganz Deutschland, werden sie verteilt, ja. Manche werden auch zwei Kaninchen nehmen, super, ja. So, da hat die Blue jetzt nicht mehr so viel zu tun, also die Babys säugen ja sowieso nicht mehr, ja. Ist eine große Rasse. Bei kleineren Rassen kann es vorkommen, dass sie noch ein bisschen länger säugen. Ja, das kommt immer drauf an. Ich hatte damals ja in der Häsin gehabt, da haben wir ein Kaninchen drin behalten bei der. Und die hat dann bis zur 10. Woche gesäugt. Ja, krass, oder? Das haben wir alles verfolgt. So. Wir schauen dann bei den Rammlern nach, ja, dann zeige ich nämlich was Neues. Die sehen nämlich zum ersten Mal eine Futterschale. Die Futterschale ist ja nur aus Holz hier, ja. Dort oben ist sie aus Porzellan. Mal sehen, wie sie da so reagieren. Ob sie die hin und her schieben. Genau. Pass bloß auf deine drei Häsinnen auf. Ja, ich hätte mir auch gewünscht, dass die gescheckten Rammler sind, ja, weil viele Käufer wollen ja Rammler haben. Tja, so ist es. In zwei Tagen wird wieder ausgemistet. Da wird jetzt nämlich nicht mehr so viel Mist gemacht, ja. Es sind ja jetzt nur noch vier Kaninchen hier, sonst waren es ja sechs Kaninchen. Ja. Da hast du jetzt endlich mal mehr Futter jetzt zur Auswahl, sonst fressen die alles weg. So, jetzt gehen wir mal zu den Rammlern. Da sind die beiden. Der kleinste Schwarze hier vorne. Hier ist die Futterschale mit drei verschiedenen Arten. Weizen, Kraftfutter und Haferflocken. Tja, aber die sind ja sowieso nur noch eine Woche hier zusammen. Dann müssen sie leider weggehen. Kommen sie in eine neue Kaninchenfamilie. Wie siehst denn du denn aus? Ja, der Twix, der grunzt hier unten ganz schön. Hör auf zu grunzen. Mann. Guck mal hier, das Grünfutter lasst da erstmal drinne. Der will erstmal das Trockenfutter fressen. Ha? Jo, fein. Guck mal hier, genau. Fein. Genau dort musst du rein. Die Schüssel ist nämlich ein bisschen höher als wie die Holzschale. Ja. Da frisst die Mama Blue jetzt nichts mehr auf. Ja. Schön. So, da gehen wir schnell nochmal zur Blue. Da sind wir wieder bei der Blue und den drei Häsinnen. Die vergnügen sich immer noch am Trockenfutter. Ja, alles fein. Hey Flecki, na du? Wie sieht's bei dir hier aus? Flecki hat schon wieder alles aufgefuttert, du kleine Dicke. Müssen wir kleiner mehr reintun. Und ihr wisst ja, sobald die Jungen verkauft sind, bekommen meine großen Kaninchen alle wieder Gras.
Ja. Die sind ja dagegen geimpft. Falls wieder Zecken drin sind und alles Mögliche. Die Trixi, die müssen wir nämlich jetzt bald impfen gehen, ja. Weil die habe ich ja noch nie selber geimpft. Das war ja vorneweg, wo ich die gekauft habe beim Züchter. Leider gibt es das Video nicht mehr. Ihr wisst ja, mein Kanal wurde ja gehackt und da sind alle Videos verloren gegangen. Also die meisten, manche habe ich mir wiedergeholt. Die seht ihr auch unter meinen Videos. Müsst ihr einfach mal runterscrollen. Ja, echt schade. Aber nicht schlimm. Deswegen tue ich wieder alles neu drehen. Ja. Und da gibt es wieder viele, viele Videos über meine Kaninchen. Ja, schauen wir dann morgen wieder weiter. Und jetzt kommen wieder ein paar Szenen in Zeitlupe. So, der nächste Tag. Allen geht super, ja. Auch die zwei Rammler, die über den Twix jetzt wohnen. Alle Vleggi. Sieht man ganz leicht. So, ich habe hier wieder ein bisschen Kräuter und alles Mögliche, ja, was wir meistens auch viel selber angesät haben. Guck mal hier, Gras gibt es auch. Ja, aber nach strengen Voraussetzungen. Ihr wisst ja, wie ich das Gras ernte, ja, und nachschaue wegen Zecken. Ja, heute soll es sehr viel regnen, deswegen bin ich jetzt vormittags draußen, ja. Sonst bin ich immer nachmittags draußen. Meine Kaninchen sind ja alle dran gewöhnt, wann die Futter bekommen, ja. So, das hier alles bekommen jetzt die Plu und die drei kleinen Häsinnen. So, komm, wir machen das mal hier auf die Seite dann. Oh. Die anderen Kaninchen habe ich schon gefüttert. Die zwei Rammler, die haben jetzt nämlich eine Wasserschale drin, ja, weil ich habe nämlich keinen Trinkbehälter für hier die zwei Rammler. Ich muss jetzt nämlich wieder bald neue kaufen, weil letzten Winter, es war ja eigentlich bei uns fast kein Winter, aber es waren doch schon ein bisschen Minusgrade und da habe ich nämlich die Trinkflaschen draußen dran gelassen an der Tür. Und die sind leider zwei zersprungen, haben einen Riss bekommen und da kann ich nämlich kein Wasser mehr reinfüllen und da tropft das dann nämlich immer raus und da schwimmt dann der Stall, ja. Tja, und da muss ich nämlich jetzt bald neue bestellen, genau. Ja, Fleggy wollte ich gerade sagen, Plu, die hat jetzt alles für sich. Oder doch nicht, die kleine Schecke kommt. Genau. Eine Woche nur noch sehen wir die meisten. Es kann ja sein, dass ein, zwei Stück ein bisschen länger bleiben als die anderen, weil keine Käufer da sind. Aber tja, es kann alles passieren, dass an einem Tag
gleich alle weg sind. So schnell kann das nämlich gehen. So, wir schauen jetzt nämlich nicht hier von nahen an, wie wir das immer machen. Wir gehen jetzt nämlich hoch zu den zwei Rammlern. Da sind meine kleinen Rammler. Twix, was ist mit dir los? Höre auf! Du weißt bestimmt, dass zwei Rammler hier oben sind, zwei Junge. Ja. Sag mal, spinnst du? Runter mit dir! Ey, Verrückter, guck mal hier. Ja, dein Nachbar. Ey, weh, du fliegst hier runter, ich kann dich jetzt nie halten. Mensch, guck mal hier. Hier drüben ist die Wasserschale. Die habe ich nämlich letztes Jahr bei einer Fanpost bekommen. Ich glaube, das war die Karin. Könnte sein, ich weiß es nicht mal ganz genau. Die ist jetzt nämlich mit Wasser voll und die Kleinen, die kennen das ja noch nie. Ich hoffe, die stellen sich dort nicht rein, aber das ist ja nicht ausgeschlossen. Ja. Genau, da wohnen jetzt die beiden hier oben. Du kleiner Schwarzer. Das ist nämlich der mit dem Knickohr. Ich habe heute einen Stall geöffnet, da war wieder ein Ohr Knickohr. Ich glaube, das rechte hier. Von uns aus gesehen. Jetzt ist es aber irgendwie gerade wieder spitz. Tja. Twix, hör auf. Du bist ja wieder Plecki, den ich vor ein paar Jahren hatte. Ich hatte nämlich auch einen schwarzen Rammler, der genauso hier war. Na. Der war nämlich viel größer als der Twix. Und der hat sich auch immer hier draufgestellt. Das war nämlich dort drüben war der Plecki. Oben war eine Schecki. Die heißt ja fast genauso wie die Flecki. Ja. Und da hat er sich immer an die Tür gestellt und wollte immer hoch zu der. Aber das waren ja beide Geschwister. Genau. Das wissen nicht viele von mir. Ja. Weil da gab es nämlich nur ein Video davon. Und das Video kann ich irgendwann mal wieder rausbringen, weil das habe ich alles noch auf der Festplatte. Aber das kann irgendwann mal kommen. Momentan habe ich nicht viel Zeit. Erstmal kommen nur ganz viele Videos von den Kaninchenjungen hier. Ja. Und ein Video werde ich noch rausbringen, wo die Kaninchen auf der Wiese rumrennen. Da muss ich schauen, welcher Tag am besten ist, weil momentan regnet das jetzt die Tage noch. Mal sehen. Auf jeden Fall kann ich nicht alle fünf jungen Kaninchen reinmachen, weil sonst wissen wir ja nicht mehr Rammler oder Häsin, wisst ihr? Da muss ich die irgendwie dann im Freigehege trennen. Muss ich das irgendwie in zwei teilen, das Freigehege? Mal sehen. Das dauert noch. Und du bleibst jetzt hier unten. Hallo. Ach, Mann, ey. Zum Glück macht er das nur noch dann eine Woche. Dann sind nämlich die Jungen hier oben weg. Hoffentlich. So, wenn euch das Video gefallen hat, wie immer, lasst eine gute Bewertung da. Und da sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin.